Achtung Bürger dieser Welt, bitte schenken Sie uns kurz Ihre Aufmerksamkeit, in der Hoffnung Sie beachten unsere Warnung. Ihr Medium der Kommunikation, den Sie alle so lieb lieben, werden vernichtet. Wenn Sie ein Hacker-Aktivist sind oder nur ein Kerl, der einfach das Recht auf Freiheit und der Informationen schützen will, dann springe Sie auf den Zug und töte. Facebook, zum Wohle der eigenen Privatsphäre. Facebook verkauft Informationen an staatliche Einrichtungen und geben heimlichen Zugriff auf Informationen Bewachungsunternehmen, so können sie Menschen aus der ganzen Welt ausspionieren. Einige dieser sogenannten WTH-Infosec-Firmen sind für autoritäre Regierungen, wie die von Ägypten und Syrien tätig. Alles was sie tun auf Facebook bleibt auf Facebook unabhängig von ihrer Privatsphäre, Einstellungen und auch das Löschen von ihrem Konto ist unmöglich. Auch wenn sie ihr Konto löschen, bleiben all ihre persönlichen Daten auf Facebook und können jederzeit wiederhergestellt werden. Das Ändern der Privatsphäre-Einstellungen, um ihren Facebook-Konto mehr in privat einzustellen, ist auch eine Täuschung. Facebook weiß mehr über dich als deine Familie. Sie können nicht von der Realität unterscheiden, die Menschen, die im Internet leben. Facebook ist das Gegenteil von der Anti-Sec-Bewegung. Sie sind nicht sicher vor ihnen, noch von irgendeiner Regierung. Eines Tages wirst du zurückschauen auf diese Sache und realisieren, was wir getan haben, ist richtig. Sie werden dem Herrscher des Internets danken, wir werden sie nicht schädigen, aber wir werden sie schützen. Die Ausschreitungen sind im Gange. Es ist nicht ein Kampf um die Zukunft der Privatsphäre und Öffentlichkeit. Es ist ein Kampf für die Wahl um informierte Zustimmung. Es ist unannehmbar, weil die Menschen vergewaltigt werden, bekritzelte, belästigt und verwirrt, um Dinge zu tun, wo sie die Folgen nicht verstehen. Facebook sagt immer, es gibt den Anwender die Möglichkeiten zu wählen, aber das ist völlig falsch. Es gibt dem Benutzer die Illusion und verbirgt die Details weg von ihnen, zu ihrem eigenen Besten, während sie Millionen machen mit dir. Wenn ein Dienst kostenlos ist, bedeutet das, sie machen Geld mit ihnen und ihrer Informationen. Denken Sie eine Weile nach und bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der in die Geschichte eingehen wird. Der 5. November 2011. Operation Facebook. Dies ist unsere Welt heute. Wir existieren ohne Nationalität, ohne religiöse Vorurteile. Wir haben das Recht, nicht überwacht, nicht gestalkt und nicht für Profit verwendet zu werden. Wir haben das Recht, nicht als Sklaven leben zu müssen. Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nichts, erwartet uns.